Manchmal gibt es im Wald auch richtig tolle Bäume. Ich kann an so einem Baum vorbeigekommen. Da ist so ein bisschen zugewachsen, haben laute Äste vor uns angelegen, habe ich den mal ein bisschen weggeräumt, damit der mal wieder ein bisschen schön zur Geltung kommt. Ein wunderschöner Baum. Mit einer Wahnsinnsausstrahlung. Ich habe gedacht, Mann, was ist denn das? Das sieht so toll aus. Da oben das ganz normal, oder hier? Die ganzen Auswachsungen. Das ist eine Robinie. Irgendwie, weil ich kann mich ja mit Bäumen nicht so aus, aber irgendwie habe ich gleich gedacht, das ist eine Robinie. Ich habe gerade geguckt in meiner App. Die Flora in Coptica. Auch bestätigt, die App. Das ist eine Robinie. Ein Hammerbaum. Wenn hier steht, der kribbelt dann wirklich die Vögel. Sieht aber auch toll aus. Ein ganz anderer Seelenbaum. Der war 40 Jahre der alte. Sind bestimmt ein paar hundert Jahre auf dem Buckel. Diesen Baum will ich hier haben. Wachsen. Das ist auch nicht so von der Schärfe her, könnte hier einen Blitz angeschlagen haben. Und das steht natürlich auf so einer Wasserstelle auch, wo hier auch ganz andere Wiesenbäume noch wachsen. Und an den wirren Ästen. Spirituelle Baum. Wieder von hinten aus. Mit einem anderen Baum nebendran. Da sieht man die Doppelkrone. Hochkant halten, aber das sieht hier schon fast aus wie ein Gesicht. Zwei Augen, die einen angucken. Ja, ein mystisch, richtig mystischer Baum. Und da kann man auch was erkennen. Wenn man auch drauf guckt, das ist wirklich ein Fantasiebaum. Und ich denke, dass die Wälder früher voll waren mit solchen Bäumen. Dann hat man die alle weggefällt. Die sind kaputt gegangen. Die sauren Wellen. Leider. Da muss man mal sehen, wo die Blitzverschalt reingehauen hat. Mal kurz geflammelt, dann ist gleich wieder ausgegangen. Da unten sind die Fruchtpferde. Wirklich ein klarer Kontrall. Hier steht noch eine, der ist aber nicht so schön mit dir. Ja, ganz wenige nur. Und dann komme ich hier in den Rubinienwald. Da sind auch noch mal welche. Wow. Ja, das ist was ganz Goldes.
richtig toll sehen. Also der hat wirklich einen ganz tollen Blick. Überall ist diese mit Moos bewachsenen Zweige von den anderen Bäumen. Wunderschön. Aber wirklich nur hier. Das kleine Stück, wo die sind. Und da waren die Rehe. Hier der Hinweis auf diese Schwingung, die hier ist. Auf diese Wasserschwingung. Das ist auch nochmal so ein toller. Das hört sich jetzt anders hier an. Das sind lauter Fabelwesen, die man hier erkennen kann. Das ist hier richtig mit Moos gewachsen. Westseite, die Südseite. Ja, der Stamm ist auch so. Toll, dass es noch sowas gibt im Wald, im schönen Odenwald. Ich will gar nicht sagen, wo genau das ist. Und dann liegt hier wieder lauter Papier rum und Pinselflüche von den Mädels. Das ist dann doch gut. Einige von denen. Ein toller Platz. Ich kann es gar nicht mehr richtig losreißen. Von allen ist wirklich Wetter, wo die Fahne steht. Immer wieder mit dem schönen Äpfen. Ganz altes Stückchen Wald ist hier. Gerade um die Ecke. Jetzt gedacht. Der vielseitige schöne Odenwald. Und der Baum. Das ist ein total faszinierendes Teil. Hier wohnen ganz viele alte Felsen.